Ja, Metal-Leute, und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidungen und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt einmal durch ganz Deutschland. Na, wie geht's euch, Leute? Es ist schon Mittwoch, Bergfest. Ja, ich habe noch gar nicht mir den zweiten Teil vom Montagsstream habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt, aber jetzt gab es gerade was Aktuelleres. Ich erzähle euch mal ganz kurz, wie mein Tag war, ja? Bisschen spät aufgestanden heute Morgen, weil ich bin kein Frühschichtsmetzger. Ein bisschen überstürzt die Wohnung verlassen und, Leute, ich bin zur Arbeit gegangen, hatte mein Handy nicht dabei. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Einfach so, 8 Stunden offline. Da hat man ja regelrecht Zeit zum Arbeiten. Da bin ich also nach Hause gekommen, kurz nach 14 Uhr, und habe dann auch mal aufs Handy geguckt und habe mich überraschen lassen, was so passiert ist. Und was war? Ein Stream war da vom Dicken. Also wohlgemerkt, der Stream selber, die Zusammenfassung war noch nicht da, aber ich musste mir eh noch was zu essen machen. Deswegen dachte ich mir, hey, guck, lässt du doch nebenbei den Dicken laufen, während du dir was zu essen machst. So. Und ich habe gesehen, der Stream hatte den Titel, das ist die Wahrheit oder so. Und da dachte ich mir so, oh, ist es einer von denen? Okay. Und ganz ehrlich, ich habe mir, weiß ich nicht, ich glaube jetzt fast über eine Stunde von dem Stream angeguckt. Ich kann euch aber sagen, also der Stream selber ging 2,5 Stunden. Davon sind jetzt 17 Minuten Highlights übrig geblieben. Das passt so ungefähr. Weil ich sag mal, ich gehe mal stark davon aus, dass das Allermeiste, was wir jetzt sehen werden, innerhalb der ersten 30, 40 Minuten von dem Stream passiert ist. Da hat sich Rainer ein bisschen leer gepowert und danach kam, soweit ich das gesehen habe, nur noch langweilige Scheiße. Aber wir gucken mal, vielleicht was kommt. Ja, es ist Mittwochmorgen. Es war ein Livestream, deswegen gehen wir mal davon aus, dass es Mittwochmorgen ist. Und wir sitzen natürlich im Ranger, Leute, der natürlich nicht verkauft wurde. Wie kann man nur auf diese Idee kommen? Ganz kurz, natürlich haben es alle mitbekommen. Rainer hat gestern auf YouTube ein Bild gepostet von einem Ford Ranger ohne Nummernschild, wo eine Tasche daneben stand und hat sowas gesagt wie, es tut mir leid, ich liebe dich, aber du bist einfach zu auffällig. Er hat so getan, als ob er den Ranger verkauft hätte. So. Was ungefähr auf einem Level ist mit seinem eigenen Tod vortäuschen, denn heute sitzen wir wieder im Ranger und diese Lüge wird einfach überhaupt nicht thematisiert. Einfach überhaupt nicht. Ist egal, hat er einfach nie gesagt. Gucken wir mal. Wir gucken bei Rendern hochladen, der natürlich in der Beschreibung verlinkt ist. Wir schauen einfach mal, wie so die Stimmung ist gerade. Was das für eine Arbeit ist, mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute, ihr unterschätzt das immer. Ihr unterschätzt das immer. Ich gehe davon aus, dass noch mehr Leute kommen, deswegen warten wir mal, bis wir so 800, 900 Zuschauer haben, bevor wir richtig anfangen. Ich muss aber gleich aussteigen, muss nämlich mal tierisch pissen. Ihr werdet merken, ich werde heute kein Blatt vor den Mund nehmen. Also passt mal auf, ich muss jetzt voll. Als ich das gehört habe, das hat er relativ am Anfang gesagt, heute werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen, habe ich gedacht, yep, it's one of those days. Übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rausgeschnitten wurde, aber ich habe es ja live nebenbei laufen lassen und er hat den Livestream laufen lassen im Auto und ist tatsächlich ausgestiegen und ist pinkeln gegangen und war ein paar Minuten weg, ne? Qualitätscontent für seine Zuschauer, aber hey, kein Problem, die können ja auch Geld spenden, wenn er nicht da ist, ne? Ich fahre zum Bodensee runter, wahrscheinlich. Weiß noch nicht genau, vielleicht entscheide ich mich auch kurzerhand anders. So, ich habe die Schnauze. Ach ja, richtig. Wir haben natürlich festgestellt, dass alles, was er gesagt hat, gelogen war, ne? Er war ja, also seine Geschichte war ja, er war ja am Wochenende in Hamburg. Und hat uns dann am Montagmittag erzählt, dass er jetzt wieder in den Süden runterfährt. Wir haben natürlich herausgefunden, dass er gerade Richtung Norden unterwegs war und ist dann in Bremerhaven aufgetaucht. Von daher, ganz ehrlich, sämtliche Ortsangaben ist alles nichts wert. Wo er gerade hinfährt, wir werden es sowieso früher oder später herausfinden. Von diesem Kindergartenspielchen. Mit diesem, wo ist er? Da ist er, nein, da ist er. Er ist in Emden. Ich war noch nie in Emden. Er ist in, wo war das? Wilhelmshaven. Ich war nicht in Wilhelmshaven. Ja, ich war gestern in Bremen. Beziehungsweise ich war in Bremerhaven gestern. Ja, und du warst in Bremerhaven im Zoo. Das haben wir auf Twitter alle gesehen, mehr oder weniger live. War ich gestern im Zoo? Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze. Man muss ja schon sagen, ne? Also Rainer mag ja schon Zoos oder Tierparks, ne? Das ist ja schon so ein bisschen sein Ding. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was hast du für Möglichkeiten? Sagen wir mal, ich möchte meine Freizeit, ne? Ich möchte ein Freizeitangebot haben, was aber nichts mit
was nicht anstrengend ist und was nichts mit Kultur zu tun hat. Was bleibt denn da noch übrig? Weiß nicht. Das ist so voll, ich habe so einen Hals. Wenn ihr unbedingt der ganzen Welt beweisen wollt, wie armselig und jämmerlich ihr Hater seid, dann macht das. Ihr habt 8 Jahre lang bewiesen, wie jämmerlich ihr seid, indem ihr ständig vor meiner Haustür rumgammelt. Ihr habt 8 Jahre lang bewiesen, wie jämmerlich ihr seid, indem ihr jetzt auch noch anfangt, hier hinter mir herzufahren, mir aufzulösen. Heute ist Mittwoch, das heißt, es waren, ja, so ungefähr 9 Tage, bis es das erste Mal aus ihm rausgeplatzt ist, dass es ihm richtig nervt, dass er keine Ruhe hat, ne? Letzte Woche Montag, ach, die Schnitzeljagd der Hater funktioniert nicht so besonders gut, ne? Die hat gut genug funktioniert. Wenn du heute so drauf bist, Rainer, hat alles gut genug funktioniert. Und es ist mir egal, dass wir nicht 7 Tage die Woche, 24 Stunden exakt wissen, wo wir sind. Es reicht. Es reicht, dass es dir richtig auf die Nerven geht. Und das ist doch schon mal was. Und ich weiß nicht, was noch alles. Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, vor 2 Tagen, da hat jemand tatsächlich sich an die Autobahn... Als er auf dem Weg war, nach Hamburg, vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen war Montag. Montag in dem Stream hat er mir erzählt, dass er übers Wochenende in Hamburg war und gerade zurück in den Süden fährt. Aber Leute, was interessiert es mich, was ich gestern gelogen habe? Was ständig gestellt, wo er vermutet hat, dass ich vorbeifahre. Blöd für ihn, ich bin vorbeigefahren. War dumm für ihn. Scheiße gelaufen. Jetzt gerade war ich in Neustadt. Da waren 2, 3 so jämmerliche Gestalten. Waren so richtige Hackfressen, wo man schon denkt, Alter, am liebsten möchte ich einfach den ganzen Tag aufs Maul hauen. Aber sich hinstellen und sich profilieren und andere Leute fotografieren und leaken. Es hat sich im Prinzip nichts geändert, ne? Die Hater nerven mich, die Hater sind Hackfressen. Das Einzige, was halt jetzt ist, er hat seine Festung halt nicht mehr, ne? Und genau das ist das, was wir gehofft haben. So, dass er jetzt halt einfach, er hat keinen Rückzugspunkt mehr. Das ist halt einfach so. Ja, das Haus war sein Rückzugspunkt. Das haben alle vorher gesagt. Ich habe das, als ich mir seinen letzten Stream angeguckt habe, habe ich gesagt, Rainer weiß gar nicht, was er an seinem Haus hat. Er weiß gar nicht, was es bedeutet, dass er da in dem Raum sitzen kann, auf seiner Überwachungskamera die Leute draußen beobachten kann. Wenn er auf der Straße unterwegs ist, ist zwischen ihm nur noch ein bisschen Blech, eine Fensterscheibe, trennt ihn jetzt nur von den Hatern. Und wir sehen jetzt, nach 9 Tagen, sehen wir, wie sehr ihm das zusetzt. Abgesehen davon, dass es strafbar ist, zu sagen, da ist die Person und dann versucht die zu leaken. Das Geilste in der Aktion ist... Also, ganz ehrlich, diese Sache, diese Schnitzeljagd hier ist so einzigartig, dass ich da, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwas weiß, ne? Ich spekuliere, ich stelle mir gerade nur vor, inwiefern ist es denn verboten, jemanden, wenn ich ihn zufällig sehe, ne, jetzt mal ohne Scheiß, ich war gerade, hey, draußen ist schönes Wetter, ich war gerade eine kleine Runde mit dem Motorrad los, hab mich gefreut. Und wenn ich jetzt ihn zufällig irgendwo sehen würde, an der Ampel oder so, und ich das auf Twitter schreiben würde, hey, ich habe Rainer gesehen an der und der Ampel, an dem und dem Ort. Das ist doch auch im Prinzip nichts anderes, als wenn ich auf Twitter schreiben würde, hey, bin heute durch Berlin gegangen und hab, keine Ahnung, wer ist denn so ein Probi, der sich für zu wichtig fühlt? Joko Winterscheid oder so. Denn da habe ich den gesehen. Da habe ich ja auch quasi, der ist ja auch eine bekannte Person und ich habe seine Position geleakt. Ist das jetzt strafbar? Keine Ahnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich einen Prominenten jetzt einfach den ganzen Tag verfolge, aber das ist ja nicht so, weil das sind ja unterschiedliche Personen. Das ist ja genau das gleiche wie bei seinem Haus. Ne, vor seinem Haus standen auch hunderte verschiedene einzelne Leute, die immer nur einen Tag da waren. Aber für ihn ist das halt alles. Und jetzt fühlt er sich halt auch von dem anonymen Hater-Kollektiv den ganzen Tag verfolgt. Dabei ist das ja auch nur, der Hater, der ihn heute an der Kreuzung gesehen hat, hat ihn exakt einmal gesehen und morgen sieht ihn halt jemand anderes. Deswegen ist es halt schwierig, da strafrechtlich zu sagen, weil es verfolgt ihn niemand. Also, ne, da sind nicht 5 oder 10 Leute, die ihn permanent verfolgen, sondern an jedem Ort, an den er kommt, gibt es halt jemanden, der ihn kennt. Aber das ist halt was anderes. Er wird halt nicht verfolgt. Es ist dann auch noch, dass die Leute anfangen rumzumeckern und rumzujammern, dass ich ja so böse bin. Ja, ich bin so böse, weil ich Aussagen getätigt. Nö, also ich jammere nicht, dass du böse bist. Ich wundere mich nur, dass du so ärmlich bist. Wie, der Holocaust ist eine nice Sache. Obwohl das absolut nicht ernst gemeint war und obwohl es absoluter Sarkasmus war und...
Es gibt Sachen, die so hart in seinem Kopf einfach verankert sind, ne? Wie sind wir denn jetzt wieder dahin gekommen, sag mal? Es ging doch gerade darum, dass du von Hatern durch ganz Deutschland gejagt wirst, seiner Meinung nach. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Aussage, wo kommt denn das her? Aber am Ende ist es egal, ob er in der Schanze sitzt oder in einem Auto, am Ende spielt immer die gleiche Schallplatte. Ja, mein Gott, Alter, wollt ihr euch jetzt noch 20 Jahre daran aufhängen, dass ich gesagt habe, die Haut ist kein Organ, weil ich damals gedacht habe, dass es so ist? Nein, aber du wirst dich in 20 Jahren noch daran aufhängen, Rainer. Du bist derjenige, der das ständig wieder erwähnt. Und deswegen erwähnen wir es ständig, weil du es ständig erwähnst. Und weil du ja bei jeder Gelegenheit auch noch sagen musst, dass du zwar damals gesagt hast, dass die Haut kein Organ ist, aber dass du das bis heute glaubst und du hast ja ein Recht auf deine Meinung, auch wenn in einem Biologiebuch was anderes steht. Das sind ja nur alternative Fakten. Ich glaube, Rainer ist so ein Typ für alternative Fakten. Ich fange jetzt nicht an, Englisch zu reden. Hater wollen mich in den Selbstmord treiben. Und das seit 8 Jahren. 8 Jahre! Und da nimmt keiner was dagegen. Da nimmt keine Polizei was dagegen, sondern nimmt kein Gericht was dagegen. Sieht man ja offensichtlich. Jeden Tag, egal was ich mache, egal wo ich hinfahre, egal was ich will oder wo ich hin will oder sonst was, die Leute gehen mir auf den Sack, die Leute greifen mich an, körperlich, verbal, in welcher Form auch immer. Er wurde nicht körperlich angegriffen. Also seitdem er unterwegs ist, wurde er nicht körperlich angegriffen. So. Ich krieg das nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Es ist so ein asoziales, abgefucktes Verhalten. Diese Veränderungen im Ton sind halt Internet-Streaming-Qualität von Rainer, ne? Aber das dürftet ihr ja wissen, ihr guckt das ja eh alle. Dass die Leute es nicht raffen, wie asozial sie sind. Ich habe jetzt heute Nacht wieder im Auto geschlafen. Ist nicht so schlimm, wie viele vielleicht meinen würden. Die Hater meinen immer so, ja. Es ist ja so scheiße, weil er hat keine Standheizung, bla. Habe ich halt auch nicht. Und weiter? Das Auto ist besser. Und weiter. Wir sind wieder bei und weiter. Rainer, jeder, also jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja nicht Rainers Problem. In einem Auto zu schlafen ist halt scheiße ungemütlich. Also wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, einen Bulli hast oder einen Kombi, wo du hinten die Sitzreihe umschmeißen kannst und wo du einfach eine Luftmatratze oder so reinschmeißen kannst und du dich lang machen kannst in dem Auto, ist in einem Auto schlafen immer scheiße. Das wäre es halt auch für mich so. Und vor allen Dingen für jemanden, der so groteske Körpermaße hat wie du. Das kann halt einfach nicht bequem sein. Besser isoliert, als es mein Haus hier war. Ey, fuck. Außer wenn du natürlich dienstags morgens aufwachst und in deinem ersten Video erstmal sagst, dass es scheiße kalt war, als du aufgewacht bist. Und die Tatsache, dass dein Auto besser gedämmt ist als dein Haus, ändert nichts daran, dass Autos nicht gedämmt sind. Also nicht so gedämmt sind. Darum geht es nicht. Autos sind nicht dafür konzipiert, darin zu übernachten. Und deswegen ist das scheiße. Ich habe nicht mal eine Wohnung gekriegt, die auf Regierungsebene gesucht wurde, auf Staatsebene gesucht wurde, weil der Vermieter mich ablehnt, da einzuziehen, dass dies dann das Leben zur Hölle machen. Wie kann man so scheiße asozial sein? Noch dazu, das ist ja eine Organisation. Diese Hölle hast du dir selber geschaffen, mein Freund. Die Hater haben nicht dein Leben zur Hölle gemacht. Das hast du selber gemacht, Rainer. Wir sind nur das Echo. Geschrien hast du. Das ist ja Im wahrsten Sinne des Wortes. Zusammenwürfelung von vielen Leuten, von vielen, vielen Leuten. Das ist ja nicht eine Einzelperson, das sind ja Hunderte, Tausende von Leuten, die so eine Scheiße abziehen. Ja, Rainer, und was sagt dir das? Eine Person kann eventuell falsch liegen. Auch 5 Personen können eventuell falsch liegen. Aber wenn du ganz viele unterschiedliche Leute hast, die aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen kommen, verschiedenen Alters sind, alle was anderes machen und die haben alle eine Meinung, was könnte das denn bedeuten, Rainer? Überleg mal. Dass man da nichts gegen unternimmt, dass da nichts passiert, dass da nichts gemacht wird. Ich meine, verdammt nochmal, ich erreiche mit meinen Streams tausende von Leuten. Und es ist einfach keiner aufgerüttelt. Es werden keine Leute aufgerüttelt, die dann was unternehmen dagegen. Vor allem. Das ist immer noch Rainers Lebenstraum. Wenn er nur lange genug streamt, wenn er nur lange genug der Welt die gleiche Geschichte erzählt, dann werden irgendwann alle aufwachen und alle gleichzeitig. Und irgendein Politiker, irgendein Bundesminister guckt gerade diesen Stream und sagt sich: Scheiße, wir müssen jetzt echt die Gesetze ändern, um diesem dicken Kerl zu helfen. Genau das wird passieren. Dann fahren Leute mir den ganzen Tag hin. Er ist auch so hart in seinem eigenen Film, da kommen wir auch nicht mehr ran.
Die Polizei hat ihm gesagt, er soll aufhören. Gerichte haben ihm gesagt, er soll aufhören. Alle haben ihm gesagt, er soll aufhören. Und seine einzige Schlussfolgerung daraus ist, wie kann es denn sein, dass bis jetzt noch niemand gemerkt hat, dass ich im Recht bin? Anstatt mal zu überlegen, dass er nicht im Recht ist. Das ist so, nee, da kommt keiner mehr ran, Leute, keiner. Da kommt auch kein Psychologe im Knast dabei daran. Das ist einfach so. Hinterher, wie die dann endlich herausgefunden haben, dass ich auf der A7 bin. Es sind hunderte Leute auf die A7 gestürmt und sind hinterher am Versuch herauszufinden, wo ich hinfahre. Die NWO ist... Hunderte. Da waren auf jeden Fall hunderte Hater auf der Autobahn. Rainer hat sie alle gesehen. Woher will Rainer das denn wissen? So, das ist... Nee, das ist doch nicht so. Da schreibt irgendeiner auf Twitter, hier, Rainers Video ist auf der A7 entstanden, er ist Richtung Norden unterwegs. Und dann sagt irgendeiner mal zufällig so, hey, weißt du was? Irgendein Hater, der da zufällig in der Gegend wohnt, sagt, hey, weißt du was? Ich hatte eh keinen Bock heute zu kochen. Ich fahre heute mal auf die Autobahn und fahre zum nächsten Autobahn-McDonalds und hole mir da was zu essen. Vielleicht begegne ich ja dem Dicken oder so. Aber hey, vielleicht gibt es wirklich Leute, die nochmal eine Extra-Runde gedreht haben, extra deswegen, zu den heutigen Zeiten. Hey, aber das zeigt ja auch, mit wie viel Passion die Leute einfach dabei sind. Stolz darauf, was sie für eine Scheiße baut. Ich meine, ich will auch nicht mehr als andere. Ich möchte einfach nur ganz normal ein paar Mädels flachlegen, ja, vielleicht irgendwann eine finden, mit der ich Kinder zeug, möchte mich heute hier hin. Er will ja das Gleiche wie alle anderen Leute auch. Viele 32-Jährige wollen ja vor allen Dingen erstmal ein paar Mädels flachlegen, ne? Das ist ja Lebensziel Nummer 1, das fällt dir als allererstes ein. Nee, in deinen 30ern hast du vielleicht schon ein bisschen andere Lebensziele, aber nicht er. Aber er will doch einfach nur das, was andere Leute auch haben. Hinsetzen, ich möchte ein Bier trinken, ich möchte einfach nur mein Leben chillen, aber das kann ich alles nicht. Ja, und weißt du warum? Weil in deiner Aufzählung das Arbeiten fehlt. Er will doch nur ein paar Mädels flachlegen, sich irgendwo hinsetzen, chillen und ein Bier trinken. Was kommt in seiner Vorstellung nicht vor, richtig? Dass er irgendetwas dafür tut, dass er irgendetwas dafür arbeitet. So. Sondern er möchte einfach so rumgammeln, irgendwo sitzen, Bierchen trinken, noch fetter werden, irgendeine Dumme gefunden haben, die ihn aushält und das Geld kommt schon von ganz alleine. Das ist das eine der größten Probleme halt. Das ist der Grund, warum du bis heute dein Leben versaust und dein Leben verschacherst für das Geld. Das ist deine Art, wie du deine Seele verkauft hast, Rainer. Du hast dein Leben versaut und die Leute gucken dir heute nur zu, weil du dein Leben versaut hast, um zu gucken, wie es noch weiter mit dir bergab geht. Dafür bekommst du Geld. Das ist der Deal gewesen. Aber mit den negativen Seiten des Deals wolltest du nicht. Er wollte doch einfach nur ein ganz normales Leben führen, irgendwo sitzen, chillen, Bier trinken und Frauen haben. Aber er wollte nie etwas dafür tun. Und weil das Leben in diesem einen besonderen Punkt fair ist, ist da ein Schmarotzer, der nie irgendwas leisten wollte, der am Ende auch nie irgendwas bekommen hat. Ist obdachlos und lebt jetzt in seinem Auto. Weil es Menschen da draußen gibt, die der Meinung sind, dass ich das nicht verdiene. Nein, wir sind nicht der Meinung, dass du das verdienst, sondern du verdienst es nicht, weil du es nicht verdienst. Und zwar beweisbar, Rainer. Du bist 32 Jahre alt und mit Wohlwollen kann ich dir 2 Jahre Arbeit attestieren, wenn ich die Zeit zusammenrechne bei deinen komischen Zeitarbeitsfirmen oder so, Rainer. Wenn man 32 Jahre alt ist und 2 Jahre in seinem Leben richtig gearbeitet hat für Geld, dann kommt da am Ende nicht sonderlich viel Gutes bei raus. Ich habe vorhin wieder geheult, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und ich gebe das offen zu, weil es einfach Fakt ist. Ich habe ehrlich geheult, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Und es ist einfach total für den Arsch, wenn man da steht, man hat alles geopfert, man hat alles getan. Er hat nichts geopfert. Niemals. Was hat er geopfert? Was hat er? Natürlich zählt er das gleich wieder auf, aber er hat nichts geopfert, weil er nie irgendwas hatte. Wenn du dir mal irgendwas erarbeitet hättest, dann hättest du dir mal was opfern können. So, er war ab dem Moment, wo er dieses Haus hatte, ab dem er 21 war oder so, war nur noch chillend und nichts tun und irgendwann hat er mal auf die Idee gekommen, ach guck mal, ich kann ja YouTube machen, dann beschmeißen sich die Leute mit Geld. Er hat nichts geopfert. Er hatte nie etwas, was sich zu opfern lohnt. Treten noch einen nach? Ey, ich fängt schon wieder an. Ganz ehrlich, wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Verdammte Axt, ich wollte pausieren vor der Werbung. Jetzt muss ich das Video hier noch schneiden, rennen, hochladen, egal. Ja,
Gucken, 9 Tage auf der Straße. Da sitzt er in seinem Ranger und fängt an zu heulen. So, weil es ihm halt so zusetzt. Und deswegen sind Verfolgungen auf der Autobahn richtig und wichtig. So, wir müssen jetzt den Spruch irgendwie abändern, weil wir können ihn ja nicht besuchen. Also beziehungsweise klar, wenn wir herausfinden, in welchem Hotel er gerade ist, können wir ihn besuchen. Ja, das ist, ja. Alle haben vorher gesagt, wie zur Hölle will dieser Typ eigentlich, ne? Das war sein großer Plan, Leute. Die Deutschland-Tour. Ich setze mich einfach ins Auto und fahre irgendwo hin. Wie sollen die Leute mich denn finden? Ich habe erstmal 3 Nächte reserviert im Hotel in Frankfurt und genieße erstmal richtig mein Leben. So. 9 Tage ist er gerade auf der Straße. Da sitzt er und weint aweng. Aber keine Sorge, Leute, wir wissen ja, auf den weinenden Rainer kommt immer danach der unbesiegte Rainer. Immer. Hab mich gleich wieder im Griff. Habt ihr das? Na, dein Leben bekommst du aber nicht mehr im Griff, das ist das Problem. Wir haben jetzt den 9.3., ne? Das sind jetzt noch, lass mich mal überlegen, heute sind es noch 14 Tage bis zur Gerichtsverhandlung. So langsam fängt das auch an. Ich denke mal, ich weiß, dass er auch über die Gerichtsverhandlung gesprochen hat. Hat er die über Gerichtsverhandlung? Ich guck mal eben weiter. Habt ihr eine Ahnung, was das für ein Gefühl ist, wenn man alles in seinem Leben geopfert hat? Nein, das weißt du auch nicht. Du bildest dir das nur ein, Rainer. Was hast du denn geopfert? Und die Leute einfach nicht eine Ruhe lassen können. Ich habe mich weit, weit aus dem Fenster gelehnt, als ich die ganzen Jahre weitergemacht habe. Ich habe alles verloren. Ich habe meine Familie verloren, ich habe meine Freunde verloren, ich habe meine Arbeit verloren. Das war alles weg, bevor er 1000 Abos auf YouTube hatte. Alles. Die Familie war weg, Freunde war halt immer so eine Sache, ne? Grüße gehen raus an Aim Maller, aber der hat auch vielleicht nur einen Ort gesucht, wo er in Ruhe saufen konnte, wer weiß das schon. Das war halt alles, wir wissen, das hat doch alles nichts damit zu tun. Er will mir jetzt erzählen, er hat das geopfert für seinen großen Traum, mit YouTube seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. So, die letzten Verwandten, Onkels und Tanten, die er dann irgendwie in eine Tonne getreten hat, weil die ihm gesagt haben, dass das mit seiner YouTube-Kasperei vielleicht nicht so richtig funktioniert, wie er das meint. Wer hätte es denken können? Auch aufgrund von Hater und YouTube. Ich habe jetzt auch genau genommen mein Haus verloren. Gut, das habe ich nicht verloren. Nebenbei, ich habe es verkauft, aber es kommt durch. Du hast es verloren, Rainer. Du hast es vielleicht für den Zehntel des Preises, was es irgendwann mal wert war, hast du, ach nee, warte, nee, er hat 70 bekommen, ne? Ich habe gerade die 40 vom Ranger gerechnet oder so. Du hast es für einen Bruchteil, hast du die traurigen Überreste verscherbelt und du hast nur so viel Geld bekommen, einfach nur, weil die Gemeinde dich da weghaben wollte und du hast das Haus eingetauscht gegen dieses Auto, in dem du jetzt lebst. Du hast dieses Haus verloren, Rainer. Dieses Haus hatte Potenzial. Wenn da jemand drin gewesen wäre, der sich darum gekümmert hätte, hätte das ein Heim sein können für viele, viele Jahre. Du hast dieses Haus verloren. Nur weil du am Ende dafür Geld bekommen hast, ein wenig, heißt es nicht, dass du der Gewinner in dieser Sache bist. Du hast dieses Haus verloren. Du hast alle Möglichkeiten, die du in deinem Leben hattest, als du sehr viel Glück hattest, dieses Haus zu erben Anfang 20, inklusive Grundstück. Das hast du alles verloren. Dieses Haus hast du verloren, auf jeden Fall. Dasselbe Haus, das hätte ich auch nie gemacht. Oh, das trifft mich ein bisschen zu sehr den Westen ab. Woher ich weiß, dass ich in Richtung Westen fahre, weil ich ein Navi habe. Also, weil mein Navi hat ich habe den Namen vergessen. Ich habe einen Kompass im Auge. Ich wollte nach Nürnberg ins Mo Hotel One. Das Problem war, dass ich bin in die Tiefgarage reingefahren, beziehungsweise in die Garage hat. Und das blöde Drecksding war so eng, dass ich beim Busfahren mir einen Teil von meinem Lack abgeschuppert habe. An der Tür. Diese ganze Geschichte macht für mich irgendwie keinen Sinn. Wir wissen, dass er Dienstag den Tag über, also Dienstag irgendwann nach den Mittagsstunden in Bremerhaven im Zoo war. Das war über den Tag, haben wir gesehen. Und jetzt erzählt er mir, dass er, und er hat mir schon erzählt, dass er im Auto übernachtet hat. Und jetzt erzählt er mir irgendwas vom Motel One in Nürnberg. Also erstes Mal, wenn du irgendwann mittags rum in Bremerhaven bist, bist du abends nicht in Nürnberg. Also so viel kann selbst er nicht ballern irgendwie. Und dann, aus was für einem Grund, also er hat versucht, in dem Hotel zu übernachten, aber dann ist er wieder gefahren und beim Rausfahren aus dem Parkhaus hat er sich das Auto beschädigt. Aber wieso ist er denn gefahren? Ich habe zum Beispiel auf Twitter nichts gelesen davon, dass ihn dort irgendjemand gefunden hätte. Also hat er war er in dem Hotel und hat sich dann anders überlegt, ist dann gefahren, um in seinem Auto zu übernachten? Das
Das macht alles keinen Sinn. Auch die Entfernung Bremerhaven-Nürnberg hat er nicht an einem Nachmittag gemacht. Das ist halt Quatsch. Bringen wir von hinten. Weil es alles Lü-Lü-Lü ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Lackschaden am Auto. Und das mal gucken. Kann auch so eine Geschichte sein. Kann auch sein, ach, ich habe einen Lackschaden am Auto. Hier noch ein bisschen Barne. Es ist alles möglich. Ganz ehrlich, wenn das nächste Mal, Dicker, wenn das nächste Mal die Hater dein Auto finden, gucken wir mal nach, ob du irgendwo an einem Türgriff einen Lackschaden hast. Mal gucken, wie so die Geschichte ist. Wir werden dein Auto früher oder später noch sehen. Das ist mit einem nagelneuen Auto, ich kann es so abkotzen. Das ist so. Dein Auto ist nicht nagelneu. Dein Auto hatte einen Vorbesitzer. Du hast es gekauft, da war es 2 Jahre alt und hat 50.000 Kilometer gelaufen. Dein Auto war nicht neu. Stellt euch meine Welt wie ein Spiegel vor. Oh mein Gott. Wirklich? Damit fängt er jetzt an. Er fängt jetzt mit Spiegeln an. Okay. Von mir aus wie eine Vase oder irgendwas, was zerbrechen kann. Und jetzt stellt euch vor, dass bei meiner Geburt die Vase runtergefallen ist. Wenn ich ein Stück einklebe, fallen 2 weitere Stücke ab. Ich habe eines. Ich finde das ganz interessant, diesen Vergleich. Sein Leben ist eine Vase und ist bei seiner Geburt schon runtergefallen und ist kaputt gegangen. Glaubt Rainer, dass er einen besonders schweren Start im Leben hatte? Jetzt mal ehrlich, ist die Vase, die sein Leben ist, sofort bei der Geburt kaputt gegangen? Also, weiß ich nicht. Ich meine, wir wissen ja nicht, ne, unser Wissen über den, ich sag mal, Rainer bis er 18 war, ist ja eher lückenhaft. Wir haben ein paar Bilder aus der Schule gesehen, aus irgendwelchen Ausflügen. Wir haben, wie kennen alle die Kinderbilder, wie er da auf dem Hof auf dem Traktor sitzt und wie Rudi ihm irgendwie die Fanta gibt und so weiter. Ey, Dicker, weiß ich nicht. Also jetzt erzählt er mir irgendwas von wegen, sein Leben ist eine Vase, die bei seiner Geburt schon kaputt gegangen ist und er versucht jetzt, sein ganzes Leben lang versucht er jetzt die Vase zu reparieren. Also jetzt mal ohne Scheiß, Dicker. Mag sein, ne? Mag sein, dass irgendwie, dass dein Elternhaus nicht hundertprozentig war, ne? Da gibt es ja auch viele Theorien, aber ganz ehrlich, du bist auch nicht als Kind von irgendeiner Cracksüchtigen am Frankfurter Bahnhof auf die Welt gekommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Rainers Leben von Anfang an kaputt war. Weiß ich nicht, ey. Sache endlich im Griff, meine Einnahmen, meine finanzielle Sicherheit. Jetzt verlangen Richter und Geschworene und so weiter. Oder halt, die Schworne ist ja Quatsch. Aber Richter und Staatsanwaltschaft verlangen jetzt, dass ich meinen Kanal dicht mache. Wofür habe ich all... Das ist halt auch so eine Sache, ne? Habt ihr das gehört? Das ist die eine Sache, das ist die eine Scherbe, die er glaubt im Griff zu haben. Seine Finanzen. Das glaubt er, das spricht für ihn, das baut ihn auf. Das ist leider auch das, was diese Leute halt nicht verstehen, die ihm in seinem... Die eindeutigen Hater, die das halt leider nicht verstehen, die ihm 1,99 spenden, um irgendeine Troll... Antwort in seinen Chat zu geben. Die Leute verstehen halt einfach nicht, wie sehr ihm dieses Geld aufbaut. Das ist halt die eine Sache, die ihn darin bestätigt, dass er es ja geschafft hat als YouTuber. Das ist die eine Sache, das sind die Finanzen. Das ist die eine Sache, wo er glaubt, dass er das im Griff hat. Mal abgesehen davon, dass er das nicht im Griff hat irgendwie. Er muss jeden Monat neu betteln. Hat er nächsten Monat 2.000 Euro weniger als diesen Monat? Ganz ehrlich, wer weiß es. All das die letzten 10 Jahre geopfert. Dafür, dass ich jetzt mich hinstellen kann und sagen kann, oh, ich war einmal ein bisschen berühmt. Du hast die letzten 10 Jahre dafür geopfert, dass du jetzt in einem Auto lebst. Es ist mir scheißegal, dass du 5.000 Euro im Monat verdienst. Du lebst in einem Auto. Rainer, kein Mensch würde dein Leben leben für 5.000 Euro. Niemand. Also, viele Leute würden sagen, klar würde ich das Leben vom Dicken nehmen, ich würde einfach die 5.000 Euro YouTube-Kohlen nehmen und würde ab dann ruhig sein und würde mir halt irgendwo eine Wohnung suchen und würde halt die 5.000 nehmen, aber ihr vergesst halt, wenn ihr nicht der Drachenlord auf YouTube seid und euer Leben in eurer Öffentlichkeit versaut, bekommt ihr halt keine 5.000 Euro. Das ist halt das Problem. Ihr müsstet halt auch so sein wie er und ihr müsstet auch so leben wie er. Rainer, ich nehme für 5.000 Euro nehme ich dein Leben nicht. Sorry. Ich habe jetzt letzten Monat so und so viel Kohle gemacht. Wie viel spielt keine Rolle. Und ich habe dann von dem Geld einen Teil an Freunde von mir gegeben, bei denen ich wusste, sie brauchen es. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Also mal abgesehen davon, dass Rainer nicht solche Freunde hat. Rainer hat nicht solche Freunde, denen du Geld gibst.
So, Rainer hat vielleicht ein paar Leute, mit denen er sich in seinem Discord unterhält. Und mal abgesehen davon, wir wissen alle, dass Rainer niemals irgendeinem anderen Menschen einfach Geld geben würde. Das erzählt er jetzt einfach so. Das ist einfach, das ist 100% gelogen. Gut, die haben auch was für mich getan, aber das hat damit nichts zu tun. Ich wusste, die brauchen das Geld und ich habe mich dann entlumpen lassen. Die haben mich um was gebeten und ich habe ihnen fast die doppelte Summe gegeben. Natürlich, Leute. Könnt ihr es euch vorstellen? Jemand anderes hat Rainer um Geld gebeten und Rainer, der alte Wohltäter, der alte Samariter, hat ihnen einfach das Doppelte gegeben. Also, ne, die wollten Geld von ihm haben und er hat einfach freiwillig denen noch mehr gegeben. Auf jeden Fall. Als ob ihm irgendjemand diesen Scheiß glaubt, ey. Ich habe kein Interesse an Milliarden. Was will ich mit Milliarden? Die kann ich im Leben nicht ausgeben. Gerade hast du mir gesagt, dass die einzige Scherbe in deinem Leben, der einzige Teil in deinem Leben, wo du es wirklich geschafft hast, deine Finanzen sind. Und jetzt erzählst du mir, dass du ja eigentlich gar kein Geld haben willst. Was denn jetzt nun? Klar wäre es mal cool, einen Bootsschein zu machen oder einfach mal sich eine Yacht zu kaufen. Aber was will ich damit? Wie oft werde ich auf dieser Yacht fahren? Einmal? Zweimal? Da kann man sich auch eine mieten. Warum soll ich mir ein eigenes Flugzeug kaufen? Wofür? Dass ich alleine in meiner Hütte hocken kann und alleine dann, ich bin so reich. Passt auf. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also rein... Erstmal, was soll ich machen? Soll ich mir ein Boot kaufen? Soll ich mir ein Flugzeug kaufen? Nein, aber du hast vorgestern davon gesprochen, dass du dir irgendwann noch mal ein Haus kaufen willst. Das könnte man mit dem Geld machen, anstatt ein Flugzeug zu kaufen. Also was ist denn das für eine Logik? Ist es jetzt so, er hat ein Auto und dann das nächstgrößere, an das er denken kann, ist ein Boot und das nächstgrößere, was er an er denken kann, ist dann ein Flugzeug? Ist das wirklich so? Glaubt Rainer, dass es nur arme Schlucker gibt und Superreiche, die Flugzeuge haben? Und er ist entweder das eine oder das andere? Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, mal abgesehen davon, ja. Natürlich würde Rainer alles Geld der Welt nehmen. Dann würde er sich irgendwo ein Haus suchen. Dann würde er sich irgendwo ein Haus wieder kaufen, dass er wieder irgendwie einen Stützpunkt hat. Ja, es kommt Rainer gar nicht in den Sinn, dass man mit ein bisschen mehr Geld auch einfach mal einen schönen Urlaub machen könnte. Einfach mal irgendwo hin. Wirklich mal sich in ein Flugzeug setzen, irgendwo hinfliegen. Einfach mal einen anderen Teil von der Welt sehen. Kommt da gar nicht drauf. Warum sollte ich denn mehr Geld brauchen? Ich kann mir ja kein Boot kaufen. So. Weiß ich nicht, sonst irgendwas. Ey, ganz ehrlich, Rainer, wir wissen doch alle, dass du gerne isst. Und wir wissen auch alle, dass du nur Schrott frisst. Den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, Brötchen von der Tankstelle und Monster Energy. Wenn du einfach ein ruhigeres Leben hättest und ein bisschen mehr Geld, du könntest doch zweimal in der Woche hübsch essen gehen im Restaurant. Das ist doch auch Lebensqualität. Also, Rainer möchte mir jetzt erzählen, ja, ich brauche ja gar nicht mehr Geld, weil, was soll ich denn machen? Ich kann mir ja kein Boot kaufen. Als ob es nichts anderes gibt, wofür man, ich sag gar nicht sinnvoll, sondern Dinge, wo man Geld für ausgeben könnte, wo sich die Lebensqualität ein bisschen von steigern würde. Da würde mir bei Rainer so einiges einfallen, Leute. Aber da kommt er nicht drauf. So, das Einzige, was er hinbekommen hat in seinem Leben, sind seine Finanzen. Aber er will ja gar nicht so viel Geld verdienen. Was soll er machen? Er kann sich ja kein Boot kaufen. Was? Ich war in Cuxhaven. Ich habe da zwei... Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven, er war irgendwo, ne? Irgendwo Hafen, auf jeden Fall. Oder drei Jugendliche getroffen. Die wollten ein Foto mit mir machen. Ich habe denen gesagt, ich mache unter einer Bedingung ein Foto mit euch. Wenn ihr in 5 Stunden oder 6 Stunden postet, dass ihr mich gesehen habt. Das ist hundertprozentig gelogen, die ganze Geschichte. Rainer ist nicht in der Lage, so ein Gespräch zu führen. Will er mir jetzt erzählen, dass er drei Leute auf der Straße gesehen hat und er hat ihnen gesagt, ihr könnt ein Foto schießen, wenn ihr das in 6 Stunden hochlädt? Die haben gesagt, ja, und er hat ihnen das einfach geglaubt, oder was? Der Paranoia-Lord. Das ist hundertprozentig erfunden, hundertprozentig gelogen. Aber erst in 5 Stunden, dass ihr mich jetzt gesehen habt. Also quasi, dass ihr mich in 5 Stunden gesehen habt. Wo ist ihr in 5 Stunden? Und das haben die gemacht, glaube ich. Nein, das haben die nicht gemacht. Ich habe keine Meldung erhalten. Ich habe keine Meldung gesehen auf Twitter oder so, dass er in Cuxhaven war. Das ist halt einfach, ne, war einfach Lü. Wo wir gerade den Ranger hören, ne? 2,5 Stunden hat dieser Stream gedauert und er fährt die ganze Zeit durchgehend bis auf die Pinkelpause am Anfang. 2,5 Stunden mit dem Ranger durch die Gegend fahren ist, würde ich mal so schätzen,
70 bis 80 Euro Spritkosten. 2,5 Stunden, ne, bei den Spritkosten gerade. Und ich weiß, dass er etwas über 100 Euro eingenommen hat in diesem Stream. So, ne? Nur mal so als Vergleich. Also, das bisschen Plus, was er in diesem Stream gemacht hat, hat er wahrscheinlich an dem Tag verfressen und dann hat er noch nirgendwo geschlafen. Also, finanziell gelohnt hat sich diese Sache nicht. Irgendwie Leben versaut, mal wieder vor der Kamera geweint, aber gelohnt hat sich das nicht, Leute. In seiner Schanze hätte er von den 100 Euro was gehabt, aber hier muss man überlegen, der fährt 2,5 Stunden mit dem Auto durch die Gegend, Leute, bei den Spritpreisen gerade. Und Rainer wird sich noch umschauen, denn Sprit wird nicht günstiger werden. Oh nein, es ist ja auch wirklich ein Geniestreich von den Autoren, ne? Dass sie es gerade da, wo Rainer angefangen hat, in seinem Auto zu leben und jetzt die ganze Zeit durch die Gegend fährt, gibt es einfach die größte Benzinpreiseskalation seit 50 Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Der Mann hat ja Timing, ne? Ich muss bei der Beschleunigung mal ein bisschen aufpassen. Der ist zwar eigentlich nicht rutschgefährdet, aber wenn ich mal ein bisschen Gas gebe, dann kann es schon passieren, dass er rutscht. Natürlich, mein Auto ist nicht rutschgefährdet, aber wenn ich ein bisschen Gas gebe, dann rutscht er ja. Erinnert er sich noch wieder an seinen Ausflug auf die Wiese? Ich hatte einfach mal grob. Ich habe mir eine Stunde von diesem Stream angeguckt und Rainer scheint ziemlich. Ich hatte das Gefühl, dass Rainer ziellos durch die Gegend fährt. Rainer redet immer nur von Himmelsrichtungen. Er hat gerade gesagt, oh, ich bin jetzt schon zu lange Richtung Westen gefahren, ich fahre jetzt mal Richtung Süden, ach, jetzt fahre ich Richtung Osten und so weiter. Wenn du wirklich ein Ziel hast für diesen Tag, gibst du das in deinem Navi ein und dann fährst du einfach danach, was das Navi dir sagt. Rainer fährt einfach so durch die Gegend und guckt, ach, ich möchte jetzt mal in die andere Himmelsrichtung fahren. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo er diesen Stream aufgenommen hat, wo er diesen Stream gemacht hat, dass er da wirklich ein Ziel hatte. Er sagt immer mal so, ach, jetzt fahre ich mal nach Süden. Wie viele komische Probleme? Steht so drin? Hat gewinkt, war vielleicht ein Hater. Das ist eine, weil ich mich gekannt habe, das war einfach merkwürdig. Mein Spritverbrauch, falls es jemand interessiert. Interessiert keinen. Ist übrigens aktuell bei 11,2. Aber es liegt daran, dass ich gestern auf der Autobahn zu geheizt bin, wie ein Alter. Man sieht es leider nicht besser, sorry. Qualität, Leute. Mir ist gerade ein Problem aufgefallen, wegen anderen Kennzeichen von irgendwelchen Leuten, die mir entgegenkommen. Ich meine, ich kenne die Leute ja nicht, aber. Boah, ey, Alter. Ach, ich kann es ja auch trotzdem einfach lassen, was soll's. Mir werden noch viele Kennzeichen entgegenkommen. Obwohl, das ist ja wieder Filme des öffentlichen Straßengrunds, ne? Das darf man ja auch nicht. Rein theoretisch dürftest du das, Rainer. Niemand kann dir verbieten, ich kann jetzt mein Handy mit nach draußen nehmen und kann die Straße aufnehmen. Darum geht es nicht. Es ist nicht, das hat er gespeichert, ne, aus seiner Schanzenzeit. Ich darf nicht die offene Straße filmen und streamen. Deswegen hat er jetzt abgespeichert, dass man keine öffentlichen Straßen filmen darf. Das ist aber nicht korrekt. Du darfst keine Leute filmen auf der Straße und du darfst keine Kennzeichen filmen auf der Straße und vor allen Dingen darfst du keine Polizeieinsätze auf der Straße filmen. Darum geht es halt. Wer sich regelmäßig mal so Dashcam-Videos anguckt, der weiß, dass diese Leute, die sich Dashcam-Videos im Internet hochladen, sich sehr viel Mühe machen müssen, ständig die ganzen Kennzeichen auszupixeln. Das ist halt irgendwie Datenschutzgesetz, blablabla bla oder so. Darum geht es halt. Niemand kann dir verbieten, eine scheiß Straße zu filmen. So. Erst wenn da jemand ist, den man wirklich erkennen kann, dem sein Datenschutz oder das Recht auf seine eigenen Daten dann verletzt wurde, dann wird es halt ein Problem. Aber Rainer hat gespeichert, ich darf die öffentliche Straße nicht filmen. Habe ich jetzt nicht gedacht. Müsste dann meine Hackfresse ertragen, sorry. Ich würde euch so gerne mehr von allem zeigen, wo ich hinfahre, wo ich bin, was ich mache. Lässt sich halt alles leider nicht bewerkstelligen. Gestern. Ja, weil er dann Ruhe hätte. Das ist ja klar. Ich würde euch gerne so viel mehr zeigen. Das ist ja in seinem Kopf, ja, wenn keine Hater da wären. Also mal abgesehen davon, dass auch zum Beispiel sein Besuch an der Teufelshöhle, da waren ja auch keine Hater, da war er einfach nur paranoid. Es müssen ja keine Hater vor Ort sein. Er ist aber auch einfach so paranoid. Das ist ja das Gute an Paranoia. Da bin ich übrigens an einer Stelle vorbeigefahren. Das ist für die Leute aus dem Stream, aus dem Discord. Ich bin an einem Hummelkopf vorbeigefahren. Die Ortschaft hieß Hummelskopf. Es gibt die ersten Ortschaften. Sexbach habe ich auch schon mal gesehen. Willendorf. Also nicht Willen wie V, ne? Sondern Willen wie Will. Er ist während dieses Streams durch die Gegend gefahren
und hat immer mal wieder gesagt, ich bin jetzt gerade hier und ich bin jetzt gerade hier und ich bin jetzt gerade hier. Und die Ortsnamen klangen so realistisch und er hat so viele verschiedene Ortsnamen gesagt, dass ich nicht glaube, dass er das irgendwie sich aus den Fingern gesaugt hat. Gibt er jetzt wirklich überhaupt keinen Fuck mehr und erzählt wirklich? Also ich meine, ne, man kann ja auch sagen, das ist ja einer von den gerissenen Täuschungsmanöver des Drachen. Aber es ist ja was anderes, wenn er sagt, ich fahre jetzt nach Süden und er fährt nach Norden, ist ja was anderes, als wenn er ständig alle 5 Minuten einen Ortsnamen sagt. Entweder er hat sich vorher, keine Ahnung, er hat sich vorher eine Liste geschrieben mit Ortsnamen, die er mal so droppen kann in dem Video, weil ansonsten, wir wissen ja, wie gut er darin ist, sich spontan Sachen auszudenken. Ich will. Da steht Frickenfelder Straße. Ich habe was anderes gelesen. Ich habe auch schon mal irgendwas mit Masturbator gelesen. Ja, kurz bevor du die dann bestellt hast im Internet wahrscheinlich. Oder nee, Masturbabach. Genau, Masturbabach. Da musst du ja Masturbator denken, deswegen. Irgendwie sowas. Der Typ ist übrigens 32 und hat es richtig im Leben geschafft, ne? Ey, hier wäre eine Norma, ich könnte mir schnell was zu trinken holen. Haben die im Norma Monster Energy wahrscheinlich nicht, ne? Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mich so gefragt, was habe ich heute eigentlich vor? Ja, ich gucke mir gerade 10 Minuten Highlights an von wahrscheinlich 1,5 Stunden Stream und ich frage mich das immer noch, Rainer, was hast du eigentlich vor? Also er hat heute einfach, mag sein, dass er gestern im Zoo in Bremerhaven war, aber heute, also alles, was ich von ihm gesehen habe, er fährt ja auch wirklich mehr oder weniger random durch die Gegend. Ich hätte keinen Plan, was du denn machst. Schöner wäre, wenn ich überall irgendwelche Mädels hätte, bei denen ich übernachten könnte. Boah, jetzt habe ich gerade so einen richtig bösen Witz im Kopf. Aber den soll ich nicht erzählen. Du hast vor allen Dingen einen dummen Witz im Kopf. Diesel 1,31, was? Da wird sofort reingefahren, Alter. Diesel 1,31, leck mich doch am Sack. Leck mich. Da ist die Anzeige kaputt. Auf der anderen Seite ist die Anzeige kaputt. Alter, ist das eine Drecksau, Alter. Auf der anderen Seite ist das eine 1. Eigentlich hätte ich da jetzt tanken müssen und sagen, ey, da war aber 2,30 gestanden. Eigentlich, normalerweise wäre es jetzt... Nein, weil natürlich der Preis zählt, der an der Zapfsäule ist. Wenn du die Pistole in die Hand nimmst, zeigt die Tanksäule dir den Preis an. Das ist der Preis, der zählt. Nicht der Preis, der an der, aber passt schon. Eine Pflicht gewesen, reinzugehen und zu sagen, dass die Anzeige kaputt ist. Aber natürlich bist du deiner Pflicht nicht nachgegangen. Du fährst ja nicht mal in die Ukraine und hilfst da Leuten, ne? Rechts geht's zum Netto, wenn du... Was ich nicht erwähnen würde, wenn er das nicht selber gesagt hätte. Ungefragt. Maler Bissler. Schneller abbiegen würdest du, Vollhonk. Braucht er 10 Jahre zum Abbiegen, ey. Was ist das denn? Also ich weiß nicht, ne? Mein Auto zum Beispiel hat das nicht, aber wenn das Auto schon hier so einen Alarmton macht, dann bist du schon relativ nah dran, oder? Der reagiert ein bisschen zu sensibel meistens, also nicht wundern. Anscheinend hat sich gerade ein bisschen Matsch oder so vom Auto gelöst. Ich komme am Reifen und ist dem Camper genau hier an die A-Säule gesprungen. Und da hängt es jetzt. Ups. Ja, wow, er hat ein anderes Auto dreckig gemacht. Wenn das andersrum passiert wäre, wenn er hinten gefahren wäre und er hätte Dreck an seinen Ranger bekommen, dann wäre er aber geraged. Dann hätte er gesagt, der da vorne, der muss mir jetzt irgendwie die Waschstraße bezahlen oder so. Hat sich ein bisschen Dreck von seinem Reifen gelöst. War er vielleicht nachts, er hat ja gesagt, dass er im Auto geschlafen hat, ne? Und wir wissen ja, wie paranoid er ist. War er vielleicht irgendwo wieder in einem dunklen Wald, irgendwo ist in einen Waldweg reingefahren, damit er da wenigstens in Ruhe schlafen kann? Naja, es kommt davon, wenn man so nah auffährt. Richtig outplayed, ey. Ich muss sowieso mal ein paar Sekunden die Füße vertreten. Oh, wir sind zum Stehen gekommen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er noch aussteigt. Okay. Beine. Ja, ich habe Beine. Warte, was? Qualität, guckt es euch an. Gut, dass er mich mal an der netten Landschaft teilhaben lässt. Das ist ein krasser Ausblick. Und man sieht an den Spiegelungen hinter den Bäumen, dass es immer noch weitergeht. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland einen so großen See gibt. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis mir die ersten Hater hier belästigen. Ich würde so gerne mitfahren, Drache. Ganz ehrlich, ein nettes Mädel, die in der Lage ist, Oh, ich habe ein ungutes Gefühl.
auch ein bisschen finanziell sich beizutragen, wenn es ums Hotel und so geht, kann man gerne. What the fuck? Jetzt mal ohne Witz, der dieser, guckt ihn euch mal an. Ey, dieser verwahrloste Obdachlose, der in seinem Auto pennt, sagt ihm, ja, ich würde ja jemanden mitnehmen, aber nur ein hübsches Mädel, wenn die sich finanziell noch ein bisschen beteiligt. Ey, wie utopisch das ist. What the fuck? Kann man gerne machen, dass ich sie mal ein paar Wochen mitnehme oder mal eine Woche oder was mitnehme. Von daher hätte ich kein Problem damit. Das geht aber nur für Mädels. Tut mir leid, Jungs. Obwohl. Oh Mann, wo führt das hin? Obwohl, so ein netter Schwuler oder B-Boy wäre auch nicht schlecht. Und ja, ich denke natürlich dabei auch an sexuelle Sachen, ne? Im Hintergrund. Ja, weil du eine Drecksau bist, die sonst an nichts anderes denkt. Also jetzt, nee, Volk, weil natürlich die Person, die in dem Chat natürlich geschrieben hat, hey, kann man mal bei dir mitfahren, hat natürlich nicht daran gedacht. Das ist das Übliche, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn Rainer einen anderen Menschen in sein Leben reinlassen würde, würde er den natürlich nach Strich und Faden ausnutzen, der muss sich aber finanziell beteiligen und natürlich für sexuelle Gefälligkeiten zur Verfügung stehen. Ach, gut, dass du Mutterseelen allein sterben wirst, ey. Warum mögen diesen Menschen eigentlich so viele Leute nicht? Aber ganz ehrlich, so ein netter Boy hätte ich... So ein gottverdammter Loser, den ich mir hier gerade angucke. Jetzt mal ehrlich, in 10 Jahren dein Haus versaut, obdachlos lebt in einem Auto, hat mir gerade noch erzählt, dass er diese Nacht in seinem Auto geschlafen hat und stellt jetzt hier irgendwelche Ansprüche. Ja, ich nehme Leute nur mit, hübsche Mädels müssen sich finanziell beteiligen und müssen für Dinge zur Verfügung stehen. What the fuck? Ey, ganz ehrlich, wie kaputt dein Leben ist. Ich gucke mir dich nur noch an, weil dein Leben so kaputt ist. Und du stellst dich dahin und fängst dann irgendwelche Ansprüche zu formulieren. Unfassbar, ey. Hab ich auch mal wieder Bock. Keine Sorge, Rainer. Du kommst noch dieses Jahr noch in ein gemütliches Zimmer. Da gibt es bestimmt noch die ein oder anderen männlichen Insassen. Die kannst du dann ein bisschen besser kennenlernen. Lange her. Letztes Mal mit einer Frau ist im November gewesen. Und zwar November vor einem Jahr. Dieses November werden schon 2 Jahre. Hat man wieder Zeit. Das war dann so die Zeit, wo er im Dragon Monday gesagt hat, dass er 2 Freundinnen gleichzeitig hat. Kann das sein? Das ist ein Spaß und Action. Ein kleiner Trick, wenn ihr den wissen wollt. Wenn ihr Magengrummeln habt, also wenn ihr wirklich Bauchschmerzen habt, weil ihr Hunger habt. Es ist manchmal von Vorteil, wenn man den Magen mit kleinen Sachen zum Arbeiten bringt, wie zum Beispiel mal ein paar Dinge, Chips oder so. Pringles und Monster Energy und Brötchen von der Tankstelle. Das ist jetzt echt seine Ernährung. Also Wahnsinn. Wann hat der denn mal, weiß ich nicht, ob der noch regelmäßig was Warmes isst, was das richtig zubereitet wurde? Keine Ahnung. Es reicht, wenn so ein kleiner Stapel von vielleicht 7 Chips ist oder so. Witzig wäre es ja mal, wenn eine Gruppe von Frauen eine Facebook- oder WhatsApp- oder sonst was Gruppe aufmachen würde, wo ausnahmslos Frauen drin sind, die Lust haben, sich mit mir zu treffen. Oh. Ohne Witz, ne? Wahnsinn. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich angeekelt davon sein soll oder ob ich mich darüber lustig machen soll oder sonst was. Hey Leute, das wäre voll cool, oder? Mach das doch mal, ne? Die Arbeit schiebt er auch gleich zu anderen Leuten ab. Hey, mach das doch mal, mach doch mal eine WhatsApp-Gruppe, Mädels, und dann ladet ihr mich einfach ein. Und dann könnt ihr euch selber, ne, dann könnt ihr euch selber euch einteilen, bei wem bin ich Montag, bei wem bin ich Dienstag, bei wem bin ich Donnerstag. Jetzt mal ohne Scheiß. Du kaputter Obdachloser, der in deinem Auto sitzt. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal an, wie er grinst, ne? Nie wieder, Rainer. Ich glaube, nie wieder. Vielleicht auf ein paar Bi und Schwule. Ein ganzer Haare nur für mich allein. Folgendes. So ein kaputter. Ich habe nichts gegen Menschen aus anderen Ländern. Ne? Für mich existieren sowieso diese Ländergrenzen eigentlich gar nicht, weil jeder Mensch ist ein Mensch. Außer jemand steht vor deinem Haus, das nicht mehr dein Haus ist, und du sagst, geh zurück in dein Land, zum Beispiel. Was meinst du?
Ich schwöre, hat er in diesem Stream oder hat er das am Montag gesagt? Dass er, da hatte er irgendwie ein Auto mit einem polnischen Kennzeichen vor sich. Der hat irgendwas gemacht und hat gesagt, hier typisch Pole. Das hat er, ich glaube, das hat er an diesem Tag in diesem Stream gesagt. Und jetzt holt er den Antirassismus-Lord raus. Wo es allerdings schwierig wird, sind bei Sprachen. So. Und ich möchte an der Stelle hier mal was ansprechen. Und zwar etwas, was mir tierisch auf die Nüsse geht. Wie kann man eine Person, die kein Deutsch spricht, in einem Medium beschäftigen, die es nötig macht, dass man Deutsch spricht? In der Küche ist es völlig egal. Was? Aber hat Rainer gerade auf seine eigene behinderte Art und Weise gesagt, dass jemand, der nicht Deutsch spricht, nicht in Deutschland arbeiten sollte? Hat er das gemeint? Was ich nicht verstehe, ist, warum man solche Leute in den Service setzt. Ach so. Könnte es sein, dass Rainer vielleicht irgendwann in der letzten Woche mal in einem Hotel war, wo vielleicht hinter der Rezeption jemand gesessen hat, der nicht so hundertprozentig gut Deutsch sprechen konnte und Rainer war damit ein bisschen überfordert? Eine Kellnerin zu mir und spricht mich an, was ich möchte. Alles auch okay. Hab ich so gut alles verstanden. Schwierig wurde es, als ich dann angefangen habe, Sonderwünsche zu setzen. Zum Beispiel, dass ich auf meine Pizza extra Käse will. Da muss ich dann auf Englisch zurückgreifen, extra Cheese oder more Cheese. Muss ich extra. Rainer ist legit halt auch einfach so jemand, der random ungefragt anfängt, mit Leuten Englisch zu reden, weil er glaubt, dass die nicht gut Deutsch reden können, ne? Darauf zugreifen, weil die einfach kein Deutsch gesprochen hat. Oder nicht genug Deutsch, dass sie mich versteht. Oder so ähnlich heißt es. Das ist ein neuer Service für Auslieferung von Amazon-Paketen. Der kommt her, will mir ein Paket geben und ich sag so: Rainer erzählt Geschichten aus der Vergangenheit, ne? Damals, als er noch in einem Haus gelebt hat, als er noch Amazon-Pakete bekommen hat. Diese Zeiten sind vorbei, Leute. Ab jetzt müssen wir uns nur noch von Tankstellen versorgen. Ich nehme das nicht an. Annahme verweigert. Also nichts, Annahme verweigert. Ich nicht verstehen. Und ich so, Junge, nimm das Paket wieder mit. Ich will das nicht. Ich habe 10 Minuten versucht, ihm zu erklären, dass ich dieses. Es ist ja auch, glaube ich, schwer, jemandem, der diesen Job noch nicht so lange macht, zu erklären, dass da ein Typ auf einem Berg wohnt, der pro Tag 30 Pakete bekommt und 28 davon zurückgehen lässt. Paket nicht annehmen. Warum sollte irgendjemand ihm Pakete schicken mit Sachen, die er gar nicht will? Aber dann, ja, dafür musst du sehr, sehr tief in den Kaninchenbau schauen, mein postausliefernder Freund. Irgendwann frustriert war und dann sagt er: Scheiße, alles Scheiße. Das ist abgehauen. So was funktioniert nicht. So was kann man in einem Service nicht bringen. Gut, ich hole mir. Rainer, der Service-Experte. Ich hole mir kurz was aus dem Laden. Lustigerweise ist es ein Rewe. Und dann bin ich gleich wieder da. Lustig. Ja, ich lasse den Stream aber laufen. So, ich muss noch mal kurz in den Laden. Ich habe jetzt bloß den Getränkemarkt was geholt. Ich bin jetzt noch mal kurz rumgelaufen und habe geschaut, ob jemand einen Sender angebracht hat. Da ist nämlich einer hergefahren, als ich gerade zum. nee, jetzt ehrlich? Ohne Scheiß? Der checkt sein Auto, ob irgendjemand irgendwo einen Sender eingebracht. Mal abgesehen davon, wenn irgendjemand so einen GPS-Sender an Rainers Auto anbringen möchte, dann wird er das an einer Stelle tun, an die Rainer nicht rankommt. Irgendwo unten. So. Ganz ehrlich, an so einem großen Auto, da findest du schon Stellen. Rainer ist ein, falls das nicht Lülülü ist und er einmal um sein Auto rumgewongelt ist, dann hat er irgendwie oberflächlich geguckt, ob irgendeiner. Rainer glaubt ja, dass die dummen Hater einen GPS-Sender einfach so oben auf den Lack irgendwo am Kotflügel oben drauf außen dran machen, dass er es halt abmachen kann oder so. Aber da tust du halt nichts hin, wenn du irgendwas verstecken willst. Mal abgesehen davon, ne, gut, dass wir die Paranoia schon erfolgreich abgewendet haben. Falls irgendjemand einen Sender an meinem Auto angebracht hat, echt? Wagen gegangen bin, im Wagen geholt habe. Dann bin ich rein, hat da hinten geparkt gehabt. Und als ich rausgekommen bin, ist er hier einmal rumgefahren gewesen. Ich war nicht lange drinnen, also hat er nicht viel Zeit gehabt, ihn anzubringen. Deswegen kann er nicht sonderlich versteckt gewesen sein. Du warst ganz schön lange da drin. Ich war nicht lange da drin. Rainer wongelt in einen Laden rein und wenn er nur eine Sache braucht, dann muss er trotzdem irgendwie die Runde machen, bis er wieder an der Kasse ist. So, Rainer war lang genug weg, das glaubt man. Wenn ihr nämlich sowas macht, erstens ist das strafbar.
Und zweitens, wenn ihr sowas macht, dann packe ich das Teil mal und hänge das an irgendeinen GPS-Laster oder sowas, der dann fährt, wo ihr dann den Laster nachlassen könnt. Ist halt ziemlich dumm. Ein GPS-Laster. Wer kennt ihn nicht? Wenn man sowas macht. Und wie gesagt, einmal A ist es strafbar und B, selbst wenn es nicht strafbar ist, ist immer noch die Situation die. Rainer hat gerade wieder seine nächste Geschichte selber geschrieben, ne? Hater, die GPS-Sender an seinem Auto anbringen. Also es wäre ja jetzt, hey Leute, ne, wäre ja schon eine komische Sache, wenn man so Fake-GPS-Sender hätte. Irgendwas, was so aussieht wie so ein Sender, aber weißt du, was aussieht wie so ein Sender in so einem schlechten 80er-Jahre-Agentenfilm, ne? Und davon einfach mehrere oberflächlich an sein Auto anbringt. So, das wäre ja überhaupt nicht lustig. Hm? Überhaupt nicht. Würde ja Rainer bestimmt nicht ein Video drüber machen und das erwähnen. Aber hier schon mal vorsorglich sagen, hey Hater, irgendwelche Sender an meinem Auto anbringen, das wäre eine dumme Idee, weil das ist auf jeden Fall strafbar, ne? Ne? Einfach nicht, ganz ehrlich, Rainer hat diese Idee jetzt wieder in den Kopf von hunderten Hatern reingesetzt. Hat er selber gemacht, so. Seine eigene Paranoia. Der Wahnsinn. Weil Rainer halt immer noch sein eigener größter Hater ist. Dass ich dann halt so einfach hergehe und einfach einen LKW-Fahrer in die Hand drücke und sage, ey, pass mal auf, Situation ist die und die. Und ich habe kein Problem. Und weißt du, was der LKW-Fahrer dann sagt, Rainer? Ich nix verstehen. So, weil, ne, ich bin, Leute, ist nicht doof gemeint, aber ne, ich arbeite in einer Firma, wo viel Logistik unterwegs ist, ne, mein Job ist es zwar nicht, mit LKW-Fahrern zu tun zu haben, aber man hat halt schon mal mit LKW-Fahrern zu tun und ich rede auch mit Leuten vom Versand und die sagen halt schon, ganz ehrlich, so ganz viele Muttersprache, die Deutsch als Muttersprache haben, so viele LKW-Fahrer gibt es halt einfach nicht mehr. Dann hat er wieder das Problem. Oh nein, wie kann man nur jemanden als LKW-Fahrer arbeiten lassen, der nicht richtig Deutsch spricht? Das sagt Rainer, nicht ich. Problem, hinzugehen zu einem und zu sagen, ey, mach mal auf, erkläre ich ihm die Situation. Würdest du mir den Gefallen tun, es mitnehmen? Ich muss mal den Stream eben beenden, weil ich muss dann mal kurz telefonieren. Ach so, jetzt beendet er den Stream, weil er muss telefonieren. Aber zum Pinkeln 5 Minuten verschwinden, da hat er den Stream nicht ausgemacht. Er ist einkaufen gegangen und hat den Stream nicht ausgemacht. Aber jetzt muss er telefonieren, hä? Guckt euch das mal an, hm? Was ist denn das für ein Blick? Hat er da schon wieder ein paar Hater erspäht? Hat er schon wieder irgendwo geparkt? Wollte noch ein bisschen weiter streamen? Und da stehen Leute, die gucken ihn an? Guckt euch das an, hm, wie viel Angst er hat. Und ja, wie gesagt, vielleicht mache ich nachher noch einen Stream. Mal schauen, haut rein. Ja, vielleicht mache er nachher noch einen Stream. Dieses Nachher ist, fürchte ich jetzt. Ich gucke gleich mal nach. Auf jeden Fall war das schon mal, ja. Das Interessante war eigentlich der Anfang, ne? Da hat man so ein bisschen gesehen, wie, ne? Das war halt schon so ein bisschen so ein kleiner emotionaler Ausbruch. Es ist halt schon so, dass die anscheinend die Situation, eine Situation, wenn du selber Situation sagst, wisst ihr, es ist halt schon so, dass die Situation, die jetzt vor den Hatern geschaffen wird, ihm wohl so sehr unter Druck setzt, dass ihn das schon echt ganz schön nervt. Und das ist ja irgendwie Sinn der Sache. So. Von daher gucken wir mal, wie es weitergeht. Noch 14 Tage bis zur Gerichtsverhandlung und dann kommt, ne, wenn er dann richtig genervt ist, wir sind jetzt gerade erst 9 Tage in der Obdachlosenstaffel, es sind noch 14 Tage bis zum Gerichtsverhandlung und je näher die Gerichtsverhandlung kommt, desto mehr werden auch mal so Videos und Streams kommen wie, ich erzähle euch jetzt mal die Wahrheit, weil wir wissen ja, wenn Rainer nur häufig genug dem Internet und der ganzen Welt die Wahrheit erzählt, seine Wahrheit erzählt, dann glauben die das irgendwann. Und je näher die Gerichtsverhandlung kommt, desto mehr wird der Drang in ihm steigen, dass er uns die Wahrheit erzählen muss, seine Wahrheit. Deswegen wird das ganz sicher nicht der letzte Stream gewesen sein mit diesem Thema. Aber auf jeden Fall, man merkt, es nervt ihn richtig. So, also gucken wir mal, was die Woche noch so bringt. Ja, ich werde es weiterhin beobachten, ihr sicherlich auch und wir gucken mal. Es kann nur besser werden, es kann nur besser werden. Ich bin der vegane Jametzka, ich bin erstmal raus, wir hören uns, Metal off.